Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners zusammen mit Stefan Beck aus Wismar. Und wir sind hier beim Baltach und das ist der Wismarian Whiskey. Erzähl mal, wie kommt es, dass in Wismar Whiskey hergestellt wird? Ja, in Wismar betreiben wir schon seit etlichen Jahren das Brauhaus am alten Hafen. Wismar war eine Bierstadt zur Hansezeit mit über 180 Brauereien in der kleinen Stadt. Und da gab es ein Bier, das nannte sich Mumme. Ein Starkbier, was in nahezu alle Welt exportiert wurde, weil es so haltbar war. Und dieses Bier hatte ich vor etlichen Jahren mal nachgebraut. Also ich bin Braumeister. Und offenbar experimentierfreudig auch noch dazu. Auf jeden Fall. Und dieses Starkbier dann weiter veredelt. So sind wir zu unserem Bierbrand gekommen, also das destillierte Bier. Und dann haben wir einfach den Hopfen weggelassen im Brauprozess. Dann hatten wir noch Wasser und Malz. Ja. Und das gibt nach der Destillation und mindestens dreijähriger Lagerung im Eichenfass ein Whisky. Und so sind wir zu unserem Baltach gekommen. Baltach heißt er, weil die Whisky-Namen ja oft so schottisch-gälischen Ursprungs sind. Und Amir Baltach, die gälische Form von Ostsee ist, die ist bei uns direkt vor der Tür. Daher Baltach, der Name für unseren Whisky. Baltic Sea auf Englisch, also von daher sehr gut. Schön, wunderbar. Gibt es was Neues vielleicht auch von eurer... Ja, es gibt bald was Neues, liegt schon eine ganze Zeit im Fass. Ja. Wir werden wahrscheinlich zu Weihnachten 2018 einen neuen Whisky rausbringen, den zweiten Whisky aus der Henricus Neutes Brennerei. Und zwar wird es ein Peated Malt werden, mit original schottischem Torfmalz. Wow, super. Nun, nur aus Neugier, so eine Abfüllung. Wie viele Flaschen werden so abgefüllt pro Jahr? Ja, das ist bei dieser letzten Abfüllung ganz lustig. Wir haben sie auch alle durchnummeriert. Gefinisht wurde er im 500 Liter Sherry Bad, in dem Fall ein Sherry PX Fass. Mein Ziel war 1000 Flaschen. Es sind leider geworden 999 Flaschen. So, pro Jahr werden circa 1000 Flaschen abgefüllt. Nein. Wir haben mehrere dieser Abfüllungen im Jahr mittlerweile. In diesem Jahr wahrscheinlich drei dieser Abfüllungen, der Standardabfüllung. Und dann eben, wie gesagt, zu Weihnachten noch die erste Abfüllung unseres Peated Malt. Super, das finde ich schön, weil ich mache deutsche Whiskys und es gibt wenige sehr gute deutsche Whiskys und diese gehört eindeutig zu den guten deutschen Whiskys, die ich bisher probiert habe. Und das ist eine schöne, schöne Sache. Ich bedanke mich ganz, ganz herzlich. Alles Gute auch für den Peated. Ich mache Peated Whiskys nicht so sehr. Also von daher wird er keine 1 Plus von mir geben, aber bestimmt bei einigen meiner Freunde, die es gerne mögen, ja. Whisky Jason hier, Whisky aus der Sicht eines Amerikaners mit Stefan Beck aus Wismar. Ciao. Ciao.